Vor langer, langer Zeit, es ist schon lange her, da lebte einmal in Russland ein Bauer. Er hatte eine Frau und viele Kinder. Und er liebte seine Frau und die Kinder sehr. Und obwohl der Bauer wirklich viel arbeitete, reichte sein Lohn gerade so zum Auskommen für das tägliche Brot. Aber an diesem Morgen ging er sehr betrübt über das schneebedeckte Feld. Und er seufzte und sagte: Ach, nun kommt das Weihnachtsfest. Und ich würde meiner Frau und meinen Kindern so gerne ein schönes Geschenk machen. Aber das Geld reicht nicht dazu. Und so ging er betrübt über das Feld und dachte nach. Mit einem Mal aber, da stolperte er über etwas. Er blieb stehen, drehte sich um und sah nach unten. Und da sah er durch Eis und Schnee im Acker etwas Goldenes glitzern und funkeln. Und der Bauer kniete sich nieder und schob Eis und Schnee zur Seite und kratzte die Erde zur Seite und sah einen goldenen Ring in der Erde. Da lief er ins Dorf und holte Schaufeln und Spaten und begann in der gefrorenen Erde zu graben. Es war eine lange und mühevolle Arbeit, aber schließlich sah der Bauer, dass an dem goldenen Ring eine goldene Glocke hing, wie sie dort in den Acker gekommen war, konnte keiner erklären. Aber der Bauer war von Haus zu Haus, von Tür zu Tür gelaufen und hatte dort angeklopft und er sagte: Leute, Leute, es ist ein Weihnachtswunder. Ich habe auf meinem Acker eine goldene Glocke in der Erde gefunden. Helft mir, sie herauszuziehen. Und da schöpften alle Leute ein wenig Mut vor dem Weihnachtsfest, denn es war ein armes Dorf. Aber nun halfen alle zusammen und schließlich gelang es den Menschen, die goldene Glocke aus dem Feld herauszuziehen. Und nun sagten sie: Wir wollen einen hölzernen Glockenturm bauen und die Glocke dort aufhängen. Dann können wir sie am Weihnachtsabend das erste Mal läuten lassen. Und weil alle zusammen halfen mit vereinten Kräften, gelang es den Menschen wirklich, den Turm zu bauen, die Glocke aufzuhängen. Und am Weihnachtsabend wurde die Glocke von dem Bauern, der sie gefunden hatte, zum allerersten Mal geläutet. Was war das für ein Klang? Und es war zauberhaft, denn seht, derjenige, der traurig war, fühlte sich plötzlich glücklich. Der, der Hunger hatte, wurde plötzlich satt. Denn es klopfte ein Nachbar und gab ihm ein Stück Brot. Wer keine Hoffnung mehr hatte, fühlte sich plötzlich voller Hoffnung. Die Kranken fühlten sich gesund. Und jeder spürte, dass der Glockenklang ganz besonders war. Und obwohl die Leute dort in diesem Dorf wenig besaßen, hatten sie das schönste Weihnachtsfest, denn alle verbrachten es in Freude und fühlten sich reich im Herzen. Aber so blieb es nicht nur am Weihnachtsabend. Wann immer die Glocke geläutet wurde, brachte sie Hoffnung, Glück und Freude und Zuversicht für die Menschen. Aber wie das so ist, gibt es ja Reisende, Wanderer,
die auch durch dieses Dorf kamen, und sie hörten den Menschen zu und erfuhren von der Glocke, erfuhren auch das Geheimnis der Glocke in ihrem Herzen. Und so gingen sie weiter und erzählten von dieser wundersamen und wundervollen Glocke, bis schließlich die Botschaft auch zum Zaren dieses Landes kam. Der Zar war ein Herrscher, der alles selbst besitzen wollte. Und als er von dieser wundersamen Glocke und auch noch davon hörte, dass sie golden war, da sagte der Zar: Es ist ganz einfach. Alles und vor allem die Schätze in diesem Lande gehören mir. Und so ritt der Zar mit einem ganzen Gefolge, mit vielen Dienern in dieses Dorf. Und er trat vor den Bauern und er sagte: Höre, Bauer, die Glocke gehört mir, dem Zaren, und nicht euch in diesem Dorf. Ich will sie mitnehmen, denn ich will sie in den Turm in meinem Schloss hängen. Da flehte der Bauer und das ganze Dorf. Sie flehten den König an, den Zaren: Bitte, bitte, Zar, lass uns die Glocke. Wir leben so viel leichter, seit wir sie haben. Aber der Zar lachte nur und wollte die Glocke abhängen lassen. Aber es gelang nicht. Es wurden Pferde, Ochsen, Diener, immer mehr herbeigerufen und sie alle versuchten, die Glocke abzuhängen und vom Platz fortzubewegen. Aber die Glocke ließ sich nicht forttragen. Da wurde schließlich der Zar so wütend und so zornig, dass er sagte: Und wenn ich diese Glocke nicht mitnehmen kann, soll sie keiner haben. Und er ließ die Glocke zerschlagen. Ja, die goldene Glocke, die so viel Hoffnung in das Dorf gebracht hatte, wurde zerstört. Zerschlagen in tausende und abertausende kleine Stücke. Und die Menschen waren noch hoffnungsloser und trauriger wie jemals zuvor. Der Zar aber lachte und kehrte zurück in sein Schloss. So verging das Jahr und es kam wieder die Weihnachtszeit. Und es war wieder ein Morgen vor dem Weihnachtsfest, als der Bauer über das Feld ging und so traurig war. Was soll ich denn meiner Frau und meinen Kindern schenken? Ach, was war das für eine Freude, als ich die goldene Glocke in der Erde gefunden habe. Aber da sah er genauer auf den Acker und sah plötzlich, verstreut über den ganzen Acker, er sah, dass es überall dort golden funkelte. Und so kniete er sich nieder, schob Eis und Schnee zur Seite und fand im ganzen Acker verteilt lauter kleine Glöckchen. Hunderte, Tausende. Der Bauer hatte verstanden. Er holte Säcke, er holte die anderen und sie sammelten die vielen, vielen kleinen goldenen Glöckchen ein. Es waren so viele, dass ein jeder in diesem Dorf sein eigenes kleines Glöckchen geschenkt bekam. Und die Leute hängten sich die goldenen Glocken über die Tür, über das Bett, dorthin, wo sie die Glocke am meisten gebrauchen konnten. Und es wurden auch noch viele Glöckchen in die Welt verschenkt. Und wenn du selbst so ein Glöckchen besitzt, dann läute es doch einmal am Weihnachtsabend. Und du wirst merken, dass du, wenn du traurig bist, ein wenig froher wirst. Dass du, wenn du krank bist, dich gesund fühlst. Und dass du, wenn du hoffnungslos bist, wieder voller Hoffnung bist. Und das wünsche ich euch, dir
uns allen gerade zu dieser Weihnacht 2020 von ganzem Herzen.